Jetzt haben wir was zum Mitmachen. Wir schalten jetzt nach Baden-Württemberg zur Katharina. Sie ist Kreisvorsitzende der Jungen Union Sigmaringen und sie ist unsere Expertin für ein kleines Tutorial. Und zwar zeigen wir euch jetzt, wie man sich eine Maske selbst bastelt. Wir haben in der Sendung ja schon viel drüber gesprochen und wollen jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber erstmal hallo Katharina nach Baden-Württemberg. Hallo Fabian, schön dich zu hören oder zu sehen. Genau. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt Masken selbst zu basteln? Ich habe Stoff zu Hause gehabt und habe gedacht, ja, es wäre doch sinnvoll, diese jetzt schon auch im Alltag zu tragen. Ja, und schon auch mein ganzes Umfeld hat schon versucht, auch Masken zu nähen. Und ich habe mir einfach einen Stoff und ein Schnittmuster rausgesucht und habe dann einfach losgelegt. Das ist doch auch genau richtig, denn die Masken fehlen ja auch an vielen Stellen. Dann machen wir es einfach selbst und wir zeigen jetzt mal, wie das funktioniert. Ich muss ja sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie das Ganze klappt und deshalb bin ich froh, dass ich dich da jetzt als Ansprechpartnerin habe. Fangen wir erstmal klein an. Was braucht man denn überhaupt, um so eine Maske zu basteln? Ich habe da mal was vorbereitet. Ich wollte euch mal zeigen, was ich jetzt so verwendet habe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also hier habe ich einen ganz normalen Baumwollstoff. Dafür eignet sich jegliches Leinentuch, jegliche ganz normale Bettwäsche. Einfach was noch übrig geblieben ist. Meistens ist es nur wichtig, dass es sehr gut dicht gewebt ist. Also dass man nicht die Löcher zwischen in den Zwischenständen so durchschauen kann. Vielleicht könnt ihr das auch sehen. Hier ist es richtig gut dicht gewebt. Also, dann brauchen wir das Schnittmuster. Hier habe ich das Schnittmuster von Burdastyle geholt, burdastyle.de. Und habe auf jeden Fall, wichtig sind Gummis, solche Hosengummis, so dünnere. Ein Draht, der dann an die Nasenregion kommt, damit die Maske auch ganz gut sich anpassen lässt. Und hier dann ja ein Meterband, beziehungsweise hier dann so Klammern oder Sicherheitsnadeln. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Selbst von Hand könnte man diesen Mundschutz nähen. Es ist nur wichtig, dass man wirklich ja, einen guten Stoff zur Auswahl nimmt. Wo bekommt man das Zeug alles her? Kriegt man das jetzt einfach noch irgendwo in Läden, die noch aufhaben oder am besten im Internet bestellen? Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich bei meinem Stoff, bei meinem Nähladen um die Ecke einfach angefragt habe, die haben gerade einen Instagram-Account, beziehungsweise die haben auch Handynummern an den geschlossenen Türen hängen, wo man sich melden kann und die können einem wirklich dann vor Ort ans Haus die Sachen liefern, wenn man die nicht zu Hause hat. Aber wie zum Beispiel jetzt dieser Stoff, kann man wirklich jeglichen Stoff zu Hause nehmen, der auch wirklich halt einfach nur dicht gewebt ist. Das ist wichtig. Ja. Und jetzt lohnt es sich wahrscheinlich nicht, das alles nur für eine Maske zu kaufen. Sagen wir mal, wir wollen so 10 Masken machen. Was muss man da so ausgeben? So circa ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber... Ja, es kommt immer darauf an, was man dann so für Materialien nimmt, ob man den Stoff nimmt. Ich würde so sagen, nicht mehr wie 10 Euro. Für 10 Masken, also eine Maske, 1 Euro. Genau. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, jetzt haben wir eingekauft, haben 10 Euro ausgegeben, können 10 Masken machen. Das ist ja schon viel mehr, als wir eigentlich brauchen für die Leute in unserem Haushalt, mit denen wir unterwegs sind. Wie starten wir denn jetzt? Was ist denn so der erste Schritt? Genau, dafür nehmen wir dann wieder unser Schnittmuster. Bei dem Schnittmuster ist auch immer eine schöne Anleitung. Ich zeige es euch mal. Die haben wir hier. Da steht dann auch ganz genau, was man braucht. Und es sind die Steps ganz gut erklärt. Hierfür gibt es aber wirklich viele Anleitungen mittlerweile im Internet. Und dann können wir auch schon loslegen, den Stoff vorzubereiten. Also wir nehmen unsere 2 Schnittteile. Das sind die 2 zum Beispiel hier. Ein schmaleres für das innere Teil und ein breiteres für das äußere Teil. Und beide legen wir auf den Stoff, sodass es einfach glatt aufliegt und zeichnen es dann mit so einer Kreide, mit einem Kreidestift oder auch mit Bleistift nach, wenn man keinen Kreidestift zu Hause hat, und schneidet es aus. Und dann geht auch schon ans Vorbereiten wie Bügeln, aber das könnte ich dann auch später mal noch zeigen, wie ich das mache, oder?
Genau, das Gute ist nämlich, Katharina wird jetzt während unserer Sendung hier das Ganze für uns vorbereiten und wir schalten dann später nochmal zu dir und gucken, wie es so vorangeschritten ist. Was muss man denn bei Google eingeben, damit man so eine Anleitung findet? Einfach Anleitung für eine Maske, gibt es da irgendwas Spezielles, sind die ähnlich? Oder zum Beispiel, oder Behelfsmaske wird häufig verwendet, der Ausdruck für die Maske, weil es ja schlussendlich die Maske für den Alltagsgebrauch ist, also nicht für die medizinische Gerätschaft. Genau, und das ist uns auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Es ist für den normalen Menschen, für den Alltag, um sich zu schützen, aber vor allem auch andere zu schützen, weil gerade dafür hilft die Maske, wenn man eben ein bisschen am Reden ist, dass da nicht kleine Wassertröpfchen zu dem Gegenübermann kommen oder ähnliches beim Atmen auch. Dafür sind diese Masken gut, um vor allem andere zu schützen. Also es ist vor allem was, wo wir zusammenhalten müssen, denn wir sind nur geschützt, wenn auch andere diese Masken machen. Also es hilft nicht, wenn nur wir das machen. Jetzt wollen wir wissen nochmal, wie die konkreten Schritte sind. Du hast uns schon gesagt, was man alles dafür braucht. Wie geht es jetzt weiter, wo wir vorhin aufgehört haben? Genau, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen genäht und will euch zeigen, was ich gemacht habe. Wir haben geendet an der das sieht man jetzt nur ein bisschen schlecht. Ich habe mit der Kreide, ja, so sieht man es besser, mit der Kreide die Markierungen auf den Stoff übertragen. Und speziell diese Querlinien sind wichtig, damit wir jetzt gleich weitermachen können. Daran erkennt man nämlich, wie man jetzt diese Stücke faltet und bügelt. Hier ist schon ein Teil zu Teil gebügelt, weil die Falten sind nachher ganz wichtig, damit die Maske passend oder sich anpasst der Gesichtsform. Dann nehmen wir das innere Teil. Wir haben hier zwei Teile, ein äußeres und ein inneres Teil. Und nähen am inneren Teil diese Falten fest, hier zu sehen. Und tun dann am inneren Teil die kurze Seite einschlagen und festnähen. So sieht es dann aus. Dann können wir das innere und das äußere Teil aufeinander nähen, sodass die beiden schönen Seiten, also da, wo die Markierungen sind, aufeinander liegen. Wir tun das schnell noch wenden. Ja, das kann man dann noch schnell bügeln, damit es schön aussieht, beziehungsweise auch einfacher zu nähen ist. Dann sieht es schon eher wie eine Maske aus. Dann müssen wir dann an den langen Seiten einen Kanal nähen, einen Tunnel, damit wir den Draht durchfädeln können. Wir brauchen nämlich einen Draht, der hier dann an der Nasenregion für die Maske ganz passend sitzt. Dafür könnt ihr jeglichen Blumendraht verwenden. Ich habe jetzt hier so einen dickeren, mit dem es auch ein bisschen einfacher ist, diesen Draht reinzufädeln. Aber der ist dann halt auch ein bisschen unbequemer dann zum Tragen nachher. Dann habe ich jetzt, weil ich nicht ganz so vertraut habe, dass der Draht immer fixiert bleibt, habe ich den Draht kurz mit ein paar Stiche einfach von Hand festgenäht. Und im nächsten Schritt tun wir die langen Seiten nochmal umschlagen, damit wir einen Tunnel haben, wo wir dann das Gummiband durchziehen können. Das habe ich hier gemacht. Und jetzt haben wir an beiden Seiten hier oben den Draht, hier an dieser kurzen Seite ein Gummiband und hier auch. Dieses Gummiband nehmen wir dann noch zusammen und dann haben wir endlich die fertige Maske. Diese Kreidestriche, die noch zu sehen sind, die verschwinden dann beim ersten Waschgang bei 60 Grad. Sollte auch bei 60 Grad gewaschen werden, damit wir nicht das Virus ständig mit uns rumtragen. Und weil ich ich habe den Schnitt ausgewählt, weil ich besonders toll finde, dass man zwischen diesen, also zwischen äußeren und inneren Teil, noch zusätzlich einen Papierfilter einlegen kann. Ich habe jetzt einfach Küchenpapier verwendet. Man kann aber auch einen Staubsaugerfilter verwenden und ist dann nochmal zusätzlich gesichert und kann dann die Maske so tragen.
Super. Da gibt es dann wahrscheinlich auch die verschiedensten Möglichkeiten, die sich noch ein bisschen zu gestalten. Wie lange brauchst du, um so eine Maske zu machen? Ja, mit ein bisschen Übung. Ich habe mich auch erstmal reindenken müssen. Geht dann eine Maske schon in 10 Minuten. Aber ich habe echt viel Übung mittlerweile. Aber ja, ich habe auch schon ein paar bestickt. Aber wichtig ist dann schon, dass man nicht dann die Stoffseiten durchstecht. Weil nicht, dann hätte man ja schlussendlich ja ein gegenteiliger Effekt. Ja, dann ist die Maske wieder undurchlässig. Also ich habe schon auch eine bestickt mit dem Logo von den Einkaufshelden. Die habe ich im Tillmann geschickt. Und habe es dann einfach oben hin bestickt, aber auf ein extra Stück Stoff und mit ein paar Fäden nur fixiert, ja, weil ich sonst ein ungutes Gefühl hätte. Also jetzt wissen wir Bescheid, wie man sich so eine Maske bastelt. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Und ihr könnt jetzt schon mal anfangen, euch vorzubereiten. Und wir stellen das Video natürlich nochmal online auch, wie das Ganze funktioniert. Oder ihr könnt auch hier im ganzen Livestream vor- und zurückspulen und versuchen mal, das nachzubasteln. So schützen wir uns alle gegenseitig. Liebe Katharina, vielen Dank nach Baden-Württemberg, dass du uns das gezeigt hast. Gerne. Bleib gesund. Tschüss, du auch. Tschüss.